Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind hier vor dem Gemeindehaus am 1. Januar 2021. Eigentlich wären wir gerne in die Mehrzweckhalle gegangen, wo der Toni Möckel, unsere Gemeindame, die besten Wünsche an seine Bewohner von Würlos überbracht hätte. Aber eben, Corona aus dem 2020 lässt das nicht zu. Darum haben wir mit ihm vereinbart, ganz modern, machen wir das über das Fernsehen, TBNet TV. Kommt mit, wir gehen ihn suchen. Auch im 21. immer noch Masken. Hoffen kehrt das einmal. Das ist immer noch Baustelle. Das ist nicht der Toni, den müssen wir jemand anders haben. Es hat nicht mehr der jetzt früher gehabt, hier oben glaube ich. Können wir mal schauen. Gemeindekanzlei, Sozialdienst. Aha, da hinten. Finanzverwaltung, das tönt gut. Gemeindesteueramt, das tönt weniger gut. Gemeindame. Ich glaube, wir gehen dahinter. Vielleicht finde ich ihn da. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen übernächtigend, muss ich fester. Können wir schauen, da ist er angeschrieben. Anton Möckel, Gemeindeamann. Das ist unser Gemeindeamann. Mal schauen, was er am 1. Januar macht. Ah, hallo! Toni Möckel, darf man reinkommen? Schau, Anna, TBWNet TV, hoi miteinander. Freut mich, dass ich nicht ganz alleine bin. Du hast uns ja aufgeboten, weil du Abbruch abgesagt hast. Wegen Corona. Du, rein. Ja, Toni, du siehst eigentlich halb gut aus. Gestern war Silvester. Und hast du keine Fest gemacht gestern? Ja, kannst du dir vorstellen, unter diesen Umständen ist das nicht so einfach. Und wie wir alle wissen, sind wir eine ganz besondere Situation. Auch hier zu Würlos ist nicht anders. Und dementsprechend bin ich so erholt. Gut, dann haben wir doch hören, was du der Bevölkerung sagen mitteilen. Ja. Gibt es Wort? Schön. Danke vielmals, dass ich das machen darf. Einmal auf diese Art und Weise. Und es freut mich, dass wir mich besuchen können, auch an so einem Tag. Es war ein verrücktes Jahr mit einer ganz speziellen Situation, die wir in irgendeiner Art und Weise haben müssen überstehen mussten. Ohne zu wissen, wie es weitergeht. Eine unbekannte Lebensweise haben wir kennenlernen und haben müssen lernen, verzichten. Erstmals hat meine Generation erfahren, was es heisst, wenn der Staat neue Grenzen setzt und wir unseren Mitmenschen gegenüber müssen auf Distanz gehen. Ich durfte erfahren, wie viel berührende Herzlichkeit ich in den vergangenen Jahren durfte wahrnehmen. Und ich durfte erfahren, wie wir das jetzt vermissen. Unsere Kultur zum Gruß, die Hand zu geben oder zum Armen, ist abrupt abgeklemmt worden. In diesem Jahr durfte ich aber auch viel Vertrauen entgegennehmen und für unsere Gemeinde im Einsatz stehen. Zwischen Menschen zu sein, die einerseits das Virus und seine Folgen ignorieren, auf der anderen Seite aber auch sehr hypersensible Personen, das war nicht immer einfach. Das neue Jahr bringt uns Hoffnung auf eine Normalisierung von der außerordentlichen Situation. Es wird ja doch noch lange dauern, bis wir die liebgewonnenen Freiheiten wieder zurückbekommen. Doch als überzeugter Optimist bin ich bereit, die Herausforderungen anzunehmen und zum Wohl mit unseren Mitmenschen mit Freude und Engagement zu meistern. Die besondere Situation hat aber auch ihr Gutes hervorgebracht. Somit haben wir gelernt, wieder auf unsere heimische Produktion zu setzen und den endlosen Globalisierungswahn zu bremsen. Natürlich können wir nicht alle Produkte selber herstellen. Doch müssen wir unsere Arbeitsplätze und den Lebensstandard erhalten versuchen, damit auch die nächste Generation eine intakte Gesellschaft weiterführen kann. Der Gemeinderat mit den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern wünscht allen Würloserinnen und Würloser ein gutes,
gesundes und gefreutes 2021. Dirk, nimm Platz. Danke vielmals. Ich glaube, jetzt tun wir gleich anstoßen, stellvertretend für die ganze Bevölkerung. Das ist natürlich schön, dass wir das miteinander machen können. Ich habe noch eine Frage. Ja. Du weißt schon, wir haben Zürolos 2 sehr gute Rebbauern. Wir haben hier das Rebgut Bickgut vom Wanner und wir haben Wetzel sein Rebgut. Von welchem Match? Ich habe Bick sehr gerne, aber ich weiss, das letzte Mal haben wir noch einen getrunken, haben wir den Bicker gehabt, nämlich das mal den Wetzel. Hä? Danke, gut, das ist wunderbar. Gut. Sehr gut. Das freut mich natürlich. Ich habe dir übrigens auch noch etwas mitgebracht, weil gute Lebensweisheiten kannst du auch brauchen im neuen Jahr. Und wir sind ja angrenzend im Kanton Zürich her. Ich bin Zürich-Tiefer mit Lebensweisheiten, die dir sicher werden helfen im neuen Jahr, dass du dich mein gut kannst spüren, wie du es bis jetzt schon immer gemacht hast. Danke vielmals, Jürg. Kann ich sicher brauchen. Ich glaube, auch mir klingt nicht alles auf Anhieb. Aber ich habe gute Leute um mich herum, die da ganz sicher mithelfen. Und darum da darf ich dir jetzt gerade mal einen Schluck geben. Wir geben unseren Kameramann auch einen Schluck, weil der das auch verdient. Ja. Auch wir vom TBWNet-TV mit dem Chef Reiche Weber lassen natürlich der Bevölkerung herzlich danken fürs Zuschauen und für die gute Kritik, ja, die wir bekommen haben. Und hoffen natürlich, ihr seid das nächste Jahr auch wieder mit dabei. Ja, klar. Danke vielmals. Also, zum Wohl. Wir stoßen auch mit dir an. Komm zu Prost. Uns. Ja. Prost, Toni. Zum Wohl. Prost. Prost. Ja. Der ist aber ganz gut. So fängt das Jahr sehr gut an. 21, kann noch besser werden. Genau. Danke vielmals. Nicht gut. Du hast richtig gewählt. Ja. Zum Wohl. Ja. Vielen Dank. Prost, Mino. Zum Wohl. Ja. Danke alles für alles. Ja. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.